Jo. Der Garne sitzt da, Chef. Ach, sehr gut, danke. Ich grüße Sie, Herr Doktor. Nehmen Sie bloß. Danke. Mein Sohn, er kommt heute in Wien an. Am späten Nachmittag oder frühen Abend. Hafenfreudenau. Ihr Sohn kommt per Schiff. Ich weiß es nicht. Ich nehme es an. Er sagte nur Hafenfreudenau. Herr Doktor, ist es Ihnen schon klar, dass auf Ihren Sohn wegen dieser Geschichte ein längerer Gefängnisaufenthalt wartet? Es ist mir lieber, ich besuche meinen Sohn im Gefängnis als auf dem Friedhof. Philipp ist herzkrank und diese ganze Drogensache wird ihn über kurz oder lang umbringen. Ja, verstehe, was Sie meinen. Ich kann mir vorstellen, wie schwer Ihnen dieser Entschluss gefallen ist, aber Herr Dr. Gahlen, verlassen Sie sich auf uns. Danke Ihnen, Oberst Dirnberger. Wasser? Immer noch keine Spur von Gahlen. Es gibt auch nachts kaum Abkühlung. Heute ist der heißeste Tag des Jahres. Besonders wenn wir hier bei Donauwelle 104,2 auflegen. Helmut? Helmut, ist noch irgendjemand wach bei euch? Hallo? Hast du das mitbekommen? Noch keine Spur von Gahlen. Vielleicht hat sich dein alter Herr das doch mal alles überlegt. Na, hoffentlich nicht, Karl. Der Kollege Malek ist schon ganz heiß auf seinen ersten Einsatz. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist mit dem Malek. Gerade eine Woche von der Polizeischule und dann gleich ins Gefecht. Ach, der Malek ist doch der geborene Polizist. Der ist schon als Schüler bei uns in der Wache vorbeigekommen und wollte unbedingt zur Polizei. Außerdem, was glaubst du, was ihm das heute bedeutet? Der bewundert den Helmut doch so. Wie wir alle. Maleks Mutter und der Helmut haben früher im selben Haus gewohnt. Und da hat der Helmut heute ein bisschen seine Beziehungen spielen lassen, damit der Malek zu uns kommt. Der Helmut ist halt sein großer Bruder. Cool, dass wir jetzt gemeinsam arbeiten. Ist so schade, dass wir den Zugriff nicht machen dürfen. Was heißt schade? So weit kommt's noch, dass die Anfänger gleich bei ihrem ersten Einsatz die Lorbeeren kassieren. Außerdem, Sebastian, vergiss nicht, ich hab deiner Mutter versprochen, dass ich aufpass auf die. Was sind das für eine? Drogendealer aus gutem Haus. Das kannst du gleich für die Zukunft merken. So einer wie der Gahlen, der fällt unter die Kategorie kleiner Fisch, großes Schwein. Und was dealt der? Crystal, Speed, aber ist eigentlich egal, wie der Dreck hast. Nur durch das Zeug, das der andere Leid bringt, sind in den letzten 3 Monaten 4 Menschen ums Leben gekommen. Und über den kommt man den wirklich großen Fisch heran. Und, nix und. Gib eine Ruhe, weil es ist heiß. Kollege Malek, observieren Sie. Objekt in Sichtweite. Ich wiederhole, Objekt in Sichtweite. Was macht denn dieser Idiot da oben? Was? Was macht der Penner da oben? Scheiße, die Hafenpolizei, weißt du eigentlich Bescheid? Weg, 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 weg. Das kann alle Zugriff! Was
machen Sie da? Das ist eine verdeckte Ermittlung. Aus dem Weg, ich glaube, ich spinne. Helmut, der kommt direkt in euren Richtung. Schnappt ihn euch. Verstanden. Sie seid der Klickstock, Sebastian. Denk an alles, was ich dir beigebracht habe. Punkt 1. Sicherheit geht vor. Okay. Wenn du ihn siehst, dann rufst du mir, okay? Ist klar. Sebastian, keine Heldentaten. Kümmere dich um die anderen beiden. Sebastian, es tut mir leid. Helmut. Du musst ruhig bleiben. Du musst nur ganz ruhig liegen. Helmut. Oh, nein, Lothar, Krankenwagen, hau schnell! Der Krankenwagen. Der Krankenwagen kommt schon. Sebastian. Sebastian. Er hat den Sebastian umgebracht. Der Idiot ist mir von den Wagen gelaufen, dieser Idiot. Also halt die Schnauze! Bitte nicht! Hör auf! Hör auf! Die Anwälte von meinem Vater werden nicht fertig machen, die Anwälte von meinem Vater. Halt die Klappe, du Arschloch, oder wir lassen dich mit unserem Kollegen alleine. Bin gleich da, Schatz. Bussi. Ah, der Herr Oberster ist Rosenkavalier. Aua. Meine Frau beklagt sich wieder mal drüber, dass ich zu viel Zeit mit den Verbrechern verbringe und zu wenig mit ihr. Und da meinen Sie, da reicht der Strauß Blumen? Nein, deswegen habe ich die Sitze Ihres Autos neu überziehen lassen. Büffellederimitat. Und das Geld hätte man 4 echte Büffel kaufen können. Ich glaube, Ihrer Frau sind Ledersitze lieber. Ich bin. Chef, das gibt's doch nicht. Was denn? Na da! Der will doch nicht ins Auto von meiner Frau. Rufen Sie Bereitschaft! Was wird denn das? Kommst du aber noch raus, Kind, aber sofort! Komm aber, du Vogel! Komm, mit einem Arrest! Sag mal, ihr Brust! Aber du! Du steckst mir Dienst drauf, sonst passiert ein Unglück! Krieg! Na komm, ins Herr Oberste, kann man eh nichts mehr machen. Herrgott, was ist denn schon wieder? Ja, servus. Was ist passiert? Okay. Herr
sind Sie? Was wollen Sie hier? Hey, Max! Wer hat dich denn hierher bestellt? Ich bin sein Anwalt. Warten Sie! Warten Sie! Ich bin sein Anwalt, Dr. Max Lotter. Und wer hat die Polizei bestellt? Dann fahrt. Mein Vater ist ein Arschloch! Sag ich nichts! Sag einfach nichts! Was ist passiert? Er hat einen Polizisten getötet. Was meinen Sie mit getötet? Umgebracht! Er hat ihn überfahren! Er ist mit dem Wagen gelaufen, dieser Idiot! Ein Autounfall also. Mein Laptop! Mein Notebook! Muss abfahren! Woher haben Sie den? Von seinem Boot, Beweisstück beschlagnahmt. Und wohin bringen Sie ihn jetzt? Er kommt zu uns. Okay. Ihr Vorgesetzter ist Oberst Dürnberger, ja? Das wird ein Nachspiel haben. Es ist ja nichts passiert. Was ist hier los? Pfeifen Sie Ihren Rambo zurück. Nein, Kontenance, Dr. Lauter. Ribaski, geht's ihr zweimal ins Büro. Ja, dann Sebastian, und koch dir. Raus, Mann! Was konkret wird Herrn Galen vorgeworfen? Als ob Sie das nicht wüssten. Drogenbesitz, Drogenhandel, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Und wenn ich Oberstleutnant Novak glauben soll, was ich für gewöhnlich tue, Mord an einem Exekutivbeamten. Sonst nur Fragen? Hier stinkt's nach Pisse. Hier bleibe ich doch keine Minute. Was denn? Ich will eine Einzelzelle! Ich will eine Einzelzelle! Herr Kahn, das ist kein Hotel hier, ja? Morgen werden Sie sowieso in die Uhrhaftung stört. Max, tu was! Tu was! So wie die Dinge im Moment liegen, Pipsi, da würde ich dir raten zu kooperieren. Ich wäre dann gern mit meinem Mandanten alleine. Aber gern. Was ist das? Der Sebastian war heute Morgen noch da und hat Ihnen das hingelegt. Frau Kremser, wissen Sie, was das war? Das war vorsätzlicher Mord. Der ist mit dem Auto auf ihn zugefahren und dann hat extra noch Gas gegeben. Da, schau her. Schau, danke für deine Hilfe. Dein Freund, Sebastian. Helmut. Schau her. Schau, das ist die Abschlussprüfung auf der Akademie. Weißt du, warum der zur Polizei gegangen ist? Wegen mir! Seine Mutter war dagegen. Und ihr habt sie überredet. Ihr habt gesagt, ach, ich war schon auf. Es passiert ihm eh nichts. Helmut, du hast keine Schuld. Aber wer hat denn Schuld, Penny? Wer? Ich und dieses Dreckschwein da? Schluss jetzt! Ich kann mir das nicht länger anhören, Novak! Helmut. Ich kenne dich jetzt seit 6 Jahren. Und du hast dich um den Malek gekümmert, wie ein großer Bruder. Aber Malek war kein kleiner Junge mehr. Er wollte zur Polizei. Es war seine Entscheidung. Was wir machen, ist gefährlich und das wusste der Malek auch. Und dass bei seinem ersten Einsatz so etwas passiert, das ist schrecklich. Aber es ist nicht deine Schuld. Wenn du willst, dann gehe ich zu der Mutter. Na, das muss ich selber machen. Wir werden Haftunfähigkeit geltend machen. Innerhalb der nächsten Stunden ist mein Mandant hier raus. Wir werden Sie seinem Vater aber keinen Gefallen tun. Dr. Galen hofft nämlich, dass wir seinen Filius für einige Zeit aus dem Verkehr sind. Zurzeit ist mein Mandant Herr Galen Junior. Und ich mache Sie darauf aufmerksam, dass er einen Herzschrittmacher hat. Durchaus, ja, in dem Alter. Zu viele Drogenpartys nehme ich an. Jetzt werden Sie nicht unverschämt. Und halten Sie Ihren Schläger, diesen Novak, von meinem Mandanten fern. Jetzt werden Sie unverschämt und Sie sagen mir bitte nicht, was ich zu tun habe, ja? Thank you.
So, das wär's. Blutdruck ist gut. Herz scheint mir in Ordnung. Der Mann ist einfach nur voll wie eine Haubitze. Kann ich ein paar Schlaftabletten haben? Ich bin der Amtsarzt. Sie können von mir eine Kopfwehtablette oder ein Heftpflaster haben. Würden Sie bitte den Arm freimachen? Sicher nicht. Wenn Sie mir dann bitte zwei Kollegen schicken, damit die mir den Herrn fixieren. Ein Scheißladen ist das hier. Na, geht doch. Helmut, das Ganze tut mir echt leid. Wenn du reden willst, ich... Ja, danke, Francis. Geht schon. Gehen wir einen trinken? Ja. Nein, ich muss den Einsatzbericht schreiben. Na, es ist momentan ungünstig. Ich ruf dir ein bisschen später an, okay? Besonders. Der Arzt war da wegen der Blutproben. Kaffee? Gern. Seitdem schnarcht der andere Typ. Der ist übrigens eine Matrose. Und der Gallen? Der hat rumgeschrien. Wollte Champagner und Zigaretten. Danke. Und? Hab ihn ignoriert. Seit einer Viertelstunde ist er ruh. Was beim Einsatz passiert ist. Also, dass einer ihrer Leute... Mein Rücken tut auch weh. Gibt's noch ja nichts. So, Kollege, wie heißt du eigentlich? Stadler, Tobias Stadler. Ich bin die Vertretung für den Hollmann. Könntest du mal eine Pizza holen von Massimo ums Eck? Ich glaube, der hat um die Uhrzeit noch offen. Gern. Aber ich darf bis morgen in der Früh meinen Posten nicht verlassen. Bin ja ich da. Muss ich das ins Wachjournal eintragen? Okay. Eine Pizza für einen Kollegen, komplett mit allem, das ist kein besonderes Vorkommnis. Und keine Angst. Bei mir kommt da keiner raus. Zimmerservice. Du wolltest doch einen Kaffee, oder? Es tut mir leid. Das war mit Absicht der Vorstadt Kieberer. Das war Unfall. Fipsi. Unfall. Du kennst dich doch aus mit Unfällen. Was wollen Sie? See you.
Sie haben ja recht. Wir sollten zur Sache kommen. Was will ich? Vielleicht will ich, dass du mir sagst, was ich der Mutter von dem toten Kollegen erzählen soll. Oder vielleicht will ich, dass du weißt, was für einen leibenden Buben du ermordet hast. Ihr reichen Schnösel. Ihr glaubt, ihr könnt so einfach zwischen die Regentropfen spazieren? Was soll das werden? Philosophieunterricht? Vielleicht will ich einfach, dass du sagst, dass es dir leid tut. Vielleicht will ich einfach niederhauen. Wenn du mir nur ein Haar krümmst. Ich weiß, was ich will. Ich will, dass du im Häfen an den Sebastian denkst, wenn du von einem 200-Kilo-Gorilla als Sexpuppe missbraucht wirst. So. Und jetzt sag's mal, wer deine Auftraggeber sind. Alter, bist du high? Glaubst du, ich erzähl dir was und geh in Häfen? Ich rede nur mit dem Staatsanwalt. Und er wird sich sehr für meine Insiderinformationen interessieren. Keinen Tag gehe ich ins Gefängnis. Das schwöre ich dir, du Würstel. Ich sag doch, der Laptop war nicht da. Weiß ich nicht. Ein Bulle muss ihn geholt haben. Ich kann das nicht. Was? Verlang das nicht von mir, du weißt... Hallo? Was ist jetzt schon wieder los? Der Matros hat rumbrüllt, ich bin in die Zelle. Der Galen war schon tot. Höchstwahrscheinlich Herzversagen. Eine Schwellung im Bereich der Brust. Ein Sturz, ein Schlag und außerdem zwei kleine Verbrennungen an derselben Stelle. Weiß ich nicht. Ihre Pathologin kann Ihnen sicher mehr sagen. Philipp Galen kam als gesunder junger Mensch bei Ihnen an. Und jetzt wird ein Toter an mir vorbeigetragen, Herr Oberst-Dürrenberger. Ich erwarte eine Erklärung! Ich auch. Wahrscheinlich hat ihn dieser betrunkene Kriminelle zusammengeschlagen und dann hat Philipp einen Herzinfarkt erlitten. Ja, mit dem hat sie nichts zu tun. Und woher kommt denn die Verletzung? Ich sehe hier nur einen sturzbetrunkenen Mann. Mir hängst du keine Ohr da, du Ohrstoß! Aber das gehört jetzt? Das ist mir noch nie passiert. Von der Polizei war tätlich angegriffen zu werden. Unerhört. Ihr hängt mir keinen Mauer da! Von euch scheiß Bullen war einer herin und. Wie bitte? Nix. Nix. Was haben Sie gerade gesagt? Vorher war so einer von euch da und hat den Typen ein paar aufgelegt. Fest. Wer? Kann ja nur ein Polizist gewesen sein. Der war's. Der war's, stimmt's? Jo. Er hat sich bei der Verhaftung schon kaum zurückhalten können. Stadler. Sie waren die ganze Zeit da. War der Kollege Novak in der Zelle? Also... Ja oder nein? Komm, Stadler. Sag's ihm.
Oberstleutnant Novak hat für mich kurz die Wache übernommen, weil ich für ihn eine Pizza holen war. Ich denke, der Fall ist klar. Und wo war Novak, als Sie zurückkamen? Ich muss dir nicht sagen, wie schlimm das aussieht, oder? Ist an der Geschichte was dran? Ich war das nicht. Irgendjemand hat dem Garn einen reingehauen. Wie siehst du das? Wie soll ich das sehen? Wird er halt von der Bretschnaube gefallen sein. Wieso hast du den Stadler zum Pizzaholen geschickt? Weil ich Hunger gehabt hab. Du hast den Stadler zum Pizzaholen geschickt, weil du Hunger hattest? Ja. Also hast du die Stellung gehalten? Wenn da einer reingekommen wäre, hättest du es ja wohl sehen müssen, oder? Ja, das hätte ich sehen müssen, ja. Aber ich war draußen im Hof, kurz. Im Hof? Wozu? Was heißt wozu? Weil er nicht rauchen wollte. Weil mein Haas war. Weil ich mir überlegt habe, was ich der Mutter sagen soll. Ruhig, ja? Ganz ruhig. Wie sagt man deiner Mutter, dein einziger Sohn ist tot? Möglichst schonend. Helmut, du bleibst hier. Was? Du wirst den Raum vorläufig nicht verlassen, klar? Okay, so, ja. Sag mal, ich glaube, du hast es immer noch nicht begriffen, oder? Ich versuche gerade, deinen Arsch zu retten, aber du redest Scheiße! Warst du bei Garn drin oder nicht? Ich hab geglaubt, du bist mein Freund. Ich bin dein Freund, du Idiot. Ich habe mir Gallens Leiche angeschaut und ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden Verbrennungsmale hier von den Elektroden eines Tasers stammen. Sagten Sie Taser? So ein Elektroschocker, ja? Ihr Nova kann seine Dienstmarke jetzt schon abgeben. Ihnen steht ein Skandal. Erster Güte ins Haus, Herr Oberstürnberger. Dr. Laudon, hätten Sie die Freundlichkeit, draußen zu warten? Bitte. Gehen Sie schon. Also, Frau Trautmannsdorf, bitte. Also meiner Meinung nach wurde der Infarkt vom Gallen durch einen starken Stromstoß ausgelöst. Diese Narbe da stammt von der Implantation eines Herzschrittmachers. Und die beiden Brandmale hier stammen mit ziemlicher Sicherheit von einem Taser X26. Der Abstand der Kontakte hier entspricht genau diesem Elektroschocker. Überprüft, ob was aus der Waffenkammer fehlt. Ja. Warte, Moment noch. Keiner verlässt das Gebäude ohne meine Zustimmung. Und um alle Eventualitäten auszuschließen, durchsucht's bitte Helmuts Schreibtisch und das Auto. Wie stellst du dir das vor? Die ganze Einheit ist da. Du verlangst was von mir, was? Ich muss zurück zur Arbeit. Was ist das? Fahr los. Sauber, Herr Oberst. Mhm. Also, Mario Baum. Wieso sind wir denn am helllichten Nachmittag schon sternhagel vor, Herr Baum? Ich habe einen schlechten Tag gehabt. Ja, da kann ich mitreden. Hören Sie, ich bin arbeitslos, habe jede Menge Schulden und meine Frau hat mich ausgehauen auch noch. Und Sie wollen gesehen haben, wie der Oberstleutnant Novak dem Herrn Gallen ein paar aufgelegt hat? Naja, beim Montag, wenn wir reingekommen ist, dann hat der Bulle dem auch nicht duscht und ich habe weitergeschlafen. Wie wieder munter wäre, liegt der Tote am Fußboden und ist tot, ne? Habe ich um Hilfe gerufen. Sie erwarten jetzt aber nicht, dass ich Ihnen das glaube, oder? Hören zu was, ich schwöre es. Alles sauber, Herr Oberst. Hier gibt's keinen Elektroschocker. Danke. Helmut. Der starke, stille Typ ist, weiß Gott, jetzt nicht gefragt. Ich war bei ihm. Und? Und die habe ich mir nicht aufgelegt. Aber Karl, nur deshalb, weil es dem Typen scheißegal war, dass er den Sebastian totgefahren hat.
Es war Völler, es tut mir leid. Fipsi Gallen ist am Stromschlag eines Tasers gestorben. Na? Ich hab kurz geglaubt, dass... Okay. Gut. Wie kommt der Taser eigentlich in die Zelle? Habt ihr den Besoffenen in der Zelle befragt? Na, was glaubst? Natürlich. Zelle durchsucht, kein Taser, gar nichts. Dafür hat der Komiker genau mitgekriegt, wie du dem Gallner nicht duscht hast. Ja. Aber davon ist ja nicht gestorben. Du, das weiß ich auch. Wir haben den Taser gefunden. Ja. Na, also. In deinem Auto. Meine Leute, ich finde schon mal, wovon reden wir ja eigentlich? Ist ja wohl völlig offensichtlich, dass da irgendjemand Helmut reinlegen will. Wissen wir schon wer? Der Staatsanwalt wartet im Büro und der Stadler will wissen, was er mit den Matrosen machen soll. Schmeißen Sie ihn raus. Wen jetzt? Herrgott, Kremser! Lass uns den Matrosen frei, gegen den liegt ja nichts vor. So, dass er im Vollsuff ins Cabrio meiner Frau gewischelt hat. Freunde, ich muss wieder rüber ins Büro zu den Doktoren. Kremser, Sie rufen mich in 10 Minuten an. Helmut, du rührst dich hier nicht von der Stelle, klar? Das ist der Taser, den die Kremser in Helmuts Auto gefunden hat, oder? Ja. Und? Keine Fingerabdrücke. War doch klar, oder? Schau mal, und das hier habe ich gerade, was für ein Zufall, in Helmuts Schreibtisch gefunden. Das ist der Laptop von Fipsi Gallen. Bitte sag mir, dass du noch irgendwas von dieser Festplatte retten kannst. Was ist das, Säure oder was? Ja, schaut so aus. Mein Mandant wurde mit einem Elektroschocker getötet. Eine Polizeiwaffe. Was das bedeutet, brauche ich Ihnen ja nicht zu erklären, Herr Kollege. Wo ist die Waffe jetzt? Nur bei der Spurensicherung. Wie es aussieht, werde ich Haftbefehl gegen Oberstleutnant Novak beantragen müssen. Herr Dr. Entschuldigung. Ja? Sofort. Bin gleich wieder da. Kaffee? Entschuldigung? Wie lange arbeiten Sie heute schon hier? Ich schaue beim Arbeiten nicht auf die Uhr, sonst geht's noch länger. Verwenden Sie zum Reinigen eigentlich auch Säure? Nein, nie. Wieso? Woher kommen dann diese Löcher in Ihrem Mantel? Ich würde gerne Ihren Ausweis sehen. Ihren Ausweis, bitte. Schöne Putzfrau, da bin ich, die Biene Meier. Was denn? Wie nicht anders zu erwarten, Helmut? Du bist jetzt für die Staatsanwaltschaft der Hauptverdächtige. Ja, bitte, Chef, das ist doch Schwachsinn. Bitte, Sie wissen ganz genau, was wir glauben, ist jetzt sowas von wurscht. Jetzt hört's einmal zu. Also, wo ich von dem Elektroschocker in Helmuts Auto gehört hab, war mir natürlich auch sofort klar, dass uns da irgendwer zum Narren hält. Danke. Bin sehr gerührt, ehrlich. Na, Helmut, so nicht, bitte, ja? Fakt ist, irgendjemand hat diesen Gallen regelrecht liquidiert. Wer und weshalb? Moment, Lanzkerl! Also, Herrschaften, noch einmal. Wer hatte Zutritt zu der Arrestzelle? Wer ist irgendwie verdächtig? Die Putzfrau. Was reden Sie da, Lanz? Ich bin mir ganz sicher, dass sie den Laptop vom Gallen mit Säure zerstört hat und ihn dann in Helmuts Schreibtisch gesteckt hat. Was? Wie kommst du denn da drauf? Die hat gerade versucht, mir eine aufzulegen. Wo ist die Putzfrau jetzt? In der Arrestzelle. So, die klärt mir. Ihr klärt doch gar nichts. Ich schnapp mir die. Herr Oberst, der Laudon und der Seiler. Ja, die kriegen einen Kaffee oder irgendwas. Mit dem Stadler stimmt was nicht. Ich habe ihn vorhin auf dem Parkplatz mit jemandem in einem roten Kleinwagen tuscheln sehen. Die haben irgendwas ausgetauscht. Also, um den kümmere ich mich jetzt. Karl. Und du übst dich in Geduld, mein Freund. Setzen Sie sich. Danke. Mit wem haben Sie vorhin auf dem Parkplatz gesprochen? Wieso? Ich stelle die Fragen. Sie sind gesehen worden, also. Herr Rybalski, das war privat. Es gibt kein Privat in der Dienstzeit. Es reicht nicht, wenn während Ihrer Schicht ein Häftling stirbt.
Aber das hat doch mit mir nichts zu tun. Dann erklären Sie mir, wie es kommt, dass kurz nachdem Sie sich auf dem Parkplatz rumgedrückt haben, wir im Novaks Wagen die Mordwaffe finden. Was? Nein. Meine Freundin, wir haben Probleme. Wir sind schwanger. Also sie ist schwanger. Und wir haben das gerade erst heute Morgen erfahren und das war total blöd und ich... Auf jeden Fall haben wir gestritten. Heftig. Und? Naja, das auf dem Parkplatz vorhin war sie, weil sie wollte mit mir reden. Ich habe ihr nur gesagt, dass das nicht geht, weil ich im Dienst bin. Und diese Schmonzette soll ich glauben? Da, bitte. Sie hat mir ein Ultraschallbild gebracht, deshalb war sie da. Sehen Sie? Der helle Fleck da. Ist ein Bub, sagt sie. Verblüffende Ähnlichkeit. Herzlichen Glückwunsch. Stadler, Sie halten sich bis zum Ende Ihrer Schicht zur Verfügung. Ist das klar? Jawohl. Also. Die Lady hier behauptet, Monika Steinhauer zu heißen. Eine Putzfrau mit dem Namen haben Sie uns heute früh tatsächlich geschickt. Allerdings ist die 56 Jahre alt. Glückwunsch. Gut gehalten. Salzsäure in der Thermoskanne. Gehört zur Standardausrüstung bei Putzfrauen, oder wie? Ich will einen Anwalt. Hilf dir gut, wir haben Gott einen im Haus. Und ich will meinen MP3-Player zurück. Ihr MP3-Player ist ein Handy und beschlagnahmt. Ich bin drüben, wenn nicht dort ist. Sie sind vorläufig festgenommen. Lehnen Sie Ihre Taschen aus. So, jetzt wird's merkwürdig. Die Blutprobe von den Matrosen hat 0,8 Promille gegeben. Was? Ja. Das ist doch überhaupt nichts. Das haben andere als Stammgast rund um die Uhr. Und ihr habt ihn einfach gehen lassen? Okay, aber ihr habt sicher seine Personalien aufgenommen, oder? Ja, schon, aber da wohnt eine Maria Baum. Und ihre Handtasche wurde ihr mit der Zulassung für den Motorroller letzte Woche geklaut. Moment, Frau Kremser, das heißt, der hat aus Maria einfach Mario gemacht. Der Fipsi ist von seinen eigenen Leuten umgebracht worden. Habt ihr Fingerabdrücke von den Matrosen genommen? Leider nein. Ist wurscht. Das sind sicher genügend in der Zelle unten. Der Wolf hat, der wird sich schon drum kümmern. Hat sie telefoniert? Zweimal in der letzten halben Stunde. Schauen wir mal mit wem. Chef, Infos über unseren falschen Matrosen. Mario Baum heißt in Wirklichkeit Mirko Ristic. Oh. Hat das für den vorliegenden Fall irgendeine Bedeutung? Ristic ist ehemaliger Balkankämpfer. Seit 97. Freiberufler bei diversen kriminellen Vereinigungen. 8 Vorstrafen querbeet. Unter anderem Drogenhandel. Herr Staatsanwalt, das ist ein ganz offensichtlicher Versuch der Polizei, die Schuld am Tod meines Mandanten auf einen Unbeteiligten abzuwälzen. Drogenhandel. Langsam schließt sich der Kreis. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen mich nur in äußersten Notfällen anrufen. Hallo? Falls Sie Ihre Mitarbeiterin suchen. Dr. Laudon. Die putzt jetzt in der Zelle, in der Ihr Mandant umgebracht worden ist. Also dieser Adler ist definitiv der Auftraggeber für die Drogendeals. Bitte! Dieses Schwein hat die Putzfrau und den Matrosen eingeschleust. Frau Ginsheuer. Passen Sie auf. Passen Sie gut auf. Dr. Laudon ist der Kopf dieser Drogenbande. Fipsi Gallen war einer ihrer Kleindealer und bevor er aussagen konnte, um seine eigene Haut zu retten, musste er natürlich beseitigt werden. Ich meine, Sie kannten den kleinen Gallen gut. Sie haben genau gewusst, dass er Sie verraten würde. Ich hoffe, Sie kennen einen guten Rechtsanwalt, Herr Doktor. Ich habe Ristic zur Fahndung ausgeschrieben. Das wird nicht lange dauern, Laudon. Ristic hat Gallen mit dem Elektroschocker umgebracht, den Sie zuvor in die Zelle geschmuggelt hatten. Und bei Ihrem fingierten Ringkampf hat Ristic Ihnen den Taser wieder zugespielt. Im allgemeinen Trubel hast du ihn dann ausgeschmuggelt. Und in mein Auto gelegt.
Ich möchte meinen Sohn sehen. Max, tust du mir das Versprechen gegeben, dass Philipp nichts geschieht? So, Herr Doktor, kommen Sie raus, bitte. Ich erkläre Ihnen alles. Kommen Sie bitte. Heute wird's nicht mehr so heiß. Nein, jetzt ist aber wirklich soweit, Schatzl. Ja, nein, es war ein Wahnsinn. Malediven von mir aus, du, was immer du willst. Gut, gib mir noch 10 Minuten zum Ausdampfen und dann fahre ich weg. Mach das. Bis gleich, Bussi. So, Freunde, jetzt fahre ich aber wirklich. Oh, danke. Stadler, was gibt's denn noch? Meine Schicht ist zu Ende, Herr Oberst. Ich wollte nur noch fragen, kriege ich jetzt ein Vermerk in meiner Akte? Stadler, diese Abteilung, die vernadert keine Kollegen. Du weißt, was vernadert heißt? Vernadert. Verraten, verleumden, anschwärzen. Ah, ja, Stadler. Haben Sie eigentlich schon einen Namen für Ihren Buben? Noch nicht, Herr Oberst. Was halten Sie von Sebastian? Novak. Sebastian Stadler. Das klingt schön. Alles Gute. Danke. Gehen wir frühstücken? Geht's hier? Ich muss noch was erledigen.